Wir haben es hier oben eigentlich, die Schlafsäcke. Ach, er ist einfach umgezogen in den anderen Raum. Mach ich jetzt auch? Ja, es hat der Mädchenraum, haben wir doch gesagt, ne? Oh, die haben einen neuen Keller gebaut hier. Und einen Zugang zum Badezimmer. Ja, hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von 7 Days 2. Naja, mal gucken. Offensichtlich fast gedeiht, aber wir haben es geschafft. Ja. Trotz Vorbereitungen in allerletzter Sekunde haben wir es geschafft. Also, da hat der Dirk schon nicht unrecht. Da können wir eigentlich auch irgendwie stolz drauf sein. Und von daher. Ja. Holen wir jetzt hier diese scheiß Treppe komplett weg. Treppen sind böse. Nein, ganz weg. Treppen sind böse, genauso. So, müssen wir hier neu reinsetzen? Neue Kästchen? So hast du schon gemacht. Da ist noch ein Pfeil. Da gibt's Steine für. Ja. Aber ich hatte dich richtig verstanden, du musst jetzt im Prinzip schon erst die Wooden Frames setzen und dann die Wooden Frames dann halt quasi aufrüsten. Nein, du kannst auch Cobblestone bauen. Ja, okay, das geht auch. Oder du machst ein Wood Frame, Wood, Wood und dann auf Cobblestone. Ja, das meinte ich. Kriegst du natürlich mehr EP durch. Mhm. Wenn ihr da unten jetzt alles abreißt, ist gleich die obere Etage weg, ne? Nein. Welcher? Ne, das hält. Soweit kriegst du es gespannt. Judas, jetzt dürftest du das Loch noch nicht schließen. Das würde zusammenbrechen, aber das hält. Du hättest mal die Kirsche sehen müssen. Ich sag ja, dann hattest du ja, die ganze Zeit so, als hätten wir keine Ahnung. Da war die ganze Kirsche war gespannt. Von links nach rechts. Ja. Die ganze Decke eingezogen. Da haben wir eine Gewölbedecke eingezogen. Wir hatten an unseren Steinhaus- und Verteidigungswall. Da konnten wir, wenn wir wollten, uns obendrauf auch ausruhen und nichts tun. Und dann, wenn die Zombie-Nacht zu Ende ist und die alle nicht mehr gelaufen sind, ganz in Ruhe die dann von oben killen. Und natürlich in der Deluxe-Version dann natürlich entsprechend mit Selbstschussanlagen. Warte, hat er jetzt Gitter reingemacht? Ich wüsste gleich hier alle Kästen, mit denen wir auch die Fenster zugemacht haben, mal hoch, ne? Also, das beste Bauwerk bis dato, Dirk, war definitiv dein Fort. Mit diesem Selbstschusswall rundum und allem. Das war echt geile Meisterleistung an Baukunst. Kann sich ja austoben. Super, jetzt bin ich fast tot. Wer ist denn die Bikes gefallen? Ja, ich. Juhu! Ja! So, ich dachte, es geht einfach schneller, wenn ich dann nochmal reinspringe. Vielleicht hat es oder so nur noch 4. 4. Ich wäre froh, dass ich dieses Droppen nicht einhab.
So, um zu erklären, warum hier die Gitter drin sind, durch die Gitter kann man durchschießen. Ich weiß. Ja, ich erkläre es ja nur, weil irgendjemand hat hier gefragt, warum die Gitter da drin sind. Ich habe gefragt. Genau, durch die Gitter kann man durchschießen. Ah, ich brauche immer noch Holz, logischerweise. Nein, ich bin respawned, deswegen habe ich jetzt auf einmal auch wieder komplette Holz. Das wäre schick. Wäre aber ein bisschen sehr einfach. Er ist müde? Ja, ich habe noch keinen Red Bull getrunken. Ich darf müde sein. Selber schuld. So. Dein und Leben und wir haben ein Kabel. Da ist schon wieder eine Wandering Horde. Die läuft aber auf der Rückseite vorbei. Was? Wo? Ich bin auf der anderen Seite. Jetzt haben sie es gerade anders überlegt. Und gehen Richtung Haus. Hä? Okay. Zwischen den Bäumen. Jetzt drehen sie wieder anders. Ich habe keine Federn mehr. Ich muss ja Federn haben. Du bist nicht alleine. So, jetzt gehen sie am rechten Seite vom Haus vorbei. Da, wo ich gerade schwimme, bestimmt. Naja, je nachdem, wo du bist. Jetzt einer geht auf die Vorderseite. Oh ne, da bin ich gerade. Ja, sie klopfen am Haus, sie klopfen am Haus. Wasser klopfen. Tja, ich habe auch nur noch 22 Pfeile. Immerhin. Ich habe gar nichts. Ja, muss man nochmal auf Handarbeit zurückgehen, ne? Warum ist das so? Das stimmt allerdings. Hey, oh, können wir nicht kommen? Sind sie alle schon ins Haus rein? Wen meinst du jetzt? Die Zombies. Weiß ich nicht. Du klopfst gerade Holz. Wir brauchen ja Holz hier. Nein, die sind nicht alle im Haus drin. Alea rennt schon wieder um ihr Leben. Fünf Parteien. Ich war gerade, wo die reingebrochen sind. Da war ich gerade. Guck doch, wo Alea. Wo Alea schreit. Ihr guckt einfach nur den Baum an. Der fällt gar keinen Baum. Ja, ich hab keine Pfeile mehr. Dann renn ich lieber. Weg. Ja, was tue ich denn gerade? Komm ja schon. Oder nur ein Zombie? Wo ist der Rest? Ja, den hab ich schon. Ich war ja fließig. Einfach mal eine Babyhorde, ey. Ich war fließig. Ja, aber wenn du fließen willst, dann ruf fünf dann oder so. Hier ist ja überall schon befestigt. Es wird ja langsam. Viel zu wenig Fohlen, Nester. Ja. Das stimmt wohl. Ach, Holz. Ja, die Fällen. Weißt du, wo Bäume sind? Ja. Kennst du auch Bäume? Nimm eine Axt mit und dann. Oben ist auch noch eine Eisenaxt, glaube ich. Müsste noch drin sein. Wow, ein Nest, ein Pfeil. Toll. Das lohnt sich wieder.
brauche neue Frames. Er merkt sich jetzt aber, wo man bereits die Sachen drin liegen hatte und macht sie nicht mehr frei ins Inventar rein. Das finde ich gut. Ja, ist ein schlaues Spiel. Kann man eigentlich noch die schrägen Frames bauen? Ja, ja, wenn du einen Woodframe in der Hand hast und dann R gedrückt hältst. Und dann gehst du auf das oberste Symbol. Und dann hast du eine Auswahl von allen Formen. Das heißt, du brauchst nicht mehr speziell eine Form zu bauen, sozusagen, sondern kannst jedes Woodframe so machen, wie du es gerade brauchst. Was ich persönlich für einen echten Fortschritt finde. Macht's Bauen deutlich einfacher und schneller. Seid ihr eigentlich alle? Ich bin gerade Bäume fällen. Ja, ich auch. Ich sammle Federn. Und Dirk? Ja, ich kanalisiere gerade die Gegner vor der... Wenn die vorne durchbrechen. Okay. Ich habe es eben schon gesehen, dass du da was an Basteln bist im Haus. Da bin ich gespannt, was das wird. Dafür ist der Dirk ja zuständig. Was rauskommt, ist noch ein Problem. Ja, kannst du ja eine Leiter mit Woodframes bauen. Alia, helf mir hier, die Kisten noch aufzurüsten. Also die Hitbox. Oh, ne? Ich blute. Das ist zum Kotzen. Hast du keinen Verband bei? Verband. Oder? Hier, Verband. Doch, ich hab. Jetzt bitte meine Verbände. So, wir haben jetzt fast alle Woodframes hochgemobelt. Aber ich habe das immer noch nicht kapiert, wie du das mit den Alben machst. Aber warte, ich erkläre es dir. So, also du aktivierst einen Woodframe, ja? Hab ich. Dann drückst du R und hältst R fest. Ja? Und dann auf das Symbol. Oben. Das obere Symbol Shape. So. Und dann lässt er los. Und dann hast du eine Auswahl an Formen, die du bauen kannst. Und die Schräge ist dann quasi die zweite in der ersten Reihe. Brauchst du nur anwählen und Escape drücken. Genau, anwählen, dann Escape drücken. Ich krieg schon wieder Besuch. Ja, ich habe keine Pfeile. Nummer zwei. Ich habe noch 13. Das dürfte... Hast du dir den Holzklüppel nicht gebaut, Alea? Ja, doch. Ja, der hat mehr Durchschlagskraft, den will ich benutzen. Ja,
Siehste? Meine Tochter wird langsam erwachsen. Ich lag dich gleich auf damit. Sie hat ihren ersten Zombie gefällt. Ich lag dich gleich auf damit. So, dann würde ich sagen, weißt du, Tag. Erst warnt er uns immer vor, so pass auf, die kreischt, die hat doch nur einmal geschrien hier. Ja, das war vor 3 Jahren. Deswegen. Da war ich um diese Uhrzeit müde und sehr schreckhaft. Dirk, sollen wir unterwegs gehen? Looten? Pfeile suchen? Bla bla bla? Muss gerade kurz hier noch bauen. Okay. Ich komme mit dir. Ja, nee, dann grab ich inzwischen schon mal weiter. Könnte es sein, dass ich immer noch blute? Das weiß ich nicht, Alea. Das Bluten hält eine gewisse Zeit und dann hört das auf von alleine, wenn du Glück hast. Ja, aber du kannst ja einen Verband verwenden, ne? Hab ich ja schon. Mittlerweile habe ich nur noch 28. Eben. Wie oft kann man das machen? Was? Holz hier bauen, ganz oft, ne? Alles mitbauen. Upgrade kannst du ja Holz zweimal und danach musst du diese Cobblestone haben. Ich muss ja ehrlich eingestehen, dass ich die Cobblestones in den alten Versionen nie benutzt habe. Die sind jetzt aber gar nicht verkehrt. Weil die Zombies müssen ja erstmal das Upgradete alles kaputt klopfen. Und die Steine halten dementsprechend viel aus. Ich habe immer direkt auf Metall. Ja, das geht ja jetzt nicht mehr. Du kannst ja Holz nicht mehr auf Metall upgraden. Und dann auf Beton gesetzt. Ja, kannst du schon Beton machen? Dafür musst du die Werkbank können, dann kannst du einen Zementmixer bauen. Das weiß ich. Ja, hast du gelernt schon? Nein. Warum nicht? Weil ich dauernd sterbe. Oh. Oh fuck. Butterwolf ist schlecht. Ja, jetzt habe ich nur 5 Leben. Ja, Alia, du brauchst dann nur auf Escape zu drücken. Ich meine, jetzt macht es keinen Sinn mehr. Also auf Tab drücken, Character oder... wo musst du reingehen? Doch, Character, glaube ich. Nee, Character und dann hast du... Du verdurstest. Du verdurstest, ja. Aber ich habe 26%. Ja, dann trink doch noch was. Ja, jetzt bin ich eh tot. Er droht nicht incoming. Oh, der ist nicht weit weg vom Haus. So. Als ob ich bei 26% Durst schon verdurste. Ja. Wir verdursten eigentlich nicht, er wird halt nur durstig, ne? Ja, ich bin aber gerade verdurstet. Hast du Painkillers oder so eingeschmissen? Grab den Graben weiter, Alea. Ja, mach ich es. Ich mache hier schon mal Sand weg, damit wir das unterbauen können hier.
Really? Wie geil ist das? Im Airdrop war das Rezept für Antibiotika. Nach so langem Warten, ja? Jetzt, wenn du die Infektion weg hast, dann kriegst du die Scheiße wieder, ne? Verstehst du? Das ist die Ironie des Lebens. Ja. Jetzt kann ich zumindest Antibiotika herstellen. Ja, du hast gerufen, dir wird geholfen halt. Mhm. Wenn wir jetzt noch heilende Verbände bauen können, dann sind wir ganz glücklich. Ja. Leder noch nicht. Oh, auf einmal kriege ich ein Kältesymbol. Ja, es fängt ja auch an zu regnen. Ah. Ja, ist auch gerade wieder ausgegangen. Bei mir nicht. Ja, ich stehe ja unterm Haus quasi gerade. Anfängst zu frieren, dann mach einfach ein Feuer in der Nähe. Ah, jetzt ist das Kältesymbol bei mir aber weg. Gut. Ich habe schon so viel Shotgun-Munition, aber noch keine Shotgun. Da ist einer Spikes gefallen. Neben da dran gestoßen. Außerdem manövriere ich auch quasi gerade genau an den Spikes lang. Da kann das schon mal passieren.
Hatte ich dir nicht eine andere Schaufel gegeben? Ja, hier? Aber die ist kaputt. So, wie ihr seht, der Verteidigungsmechanismus wächst und gedeiht. Und ja, ich danke euch schon mal wieder für diese Folge, fürs Zugucken und schaltet morgen wieder ein. Da werden wir weiterbauen an der Verteidigung. Bis dann. Tschüss. Und tschüss. Jetzt kannst du reparieren.